Der Sumpf der Corona-Politik. Es verdichten sich Hinweise, dass an dem Coronavirus sich Menschen bereichern ohne Charakter und ohne irgendwelche Moral. Und darüber will ich mich heute unterhalten mit Markus Blenk. Er ist unabhängiger Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Markus, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Peter, hallo Zuschauer von Hallo Meinung. Gestattet mir, dass ich euch kurz informiere. Wir haben eine Situation, wir haben knapp 3 Millionen Arbeitslose, jetzt im März 2021. Wir haben 745.000 Kurzzeitarbeitende und wir haben Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die gefährdet sind im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Hotelwesen, in der Sicherheitsbranche, im Messebau und so weiter. Und wir erleben eine Situation, und darüber werde ich gleich mit Herrn Blenk reden. Wir hatten in der letzten Woche erlebt, dass der Fraktionsvize der Union im Bundestag wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung, das gegen ihn ermittelt wird. Es geht hier um eine Summe eines Beraterhonorars von 660.000 Euro. Das ist der Herr Nüßlein, Georg Nüßlein, in Schwaben beheimatet. Jetzt kommt Verdachtsmomente ans Tageslicht. Und hier hat der Spiegel, seiner Aufgabe ist gerecht geworden, als Investigativmedium. Andrea Tandler, die Tochter des früheren CSU-Amigos Gerald Tandler, und Monika Hohlmeier, die Strauß-Tochter, haben laut Spiegel einen Maskendeal eingefädelt auf Empfehlung von Frau Hohlmeier. Der Freistaat kaufte Masken unzertifiziert für 8,90 Euro pro Stück. Und hier ist Folgendes passiert. Der Einkauf ging also direkt, der Maskendeal, übers Gesundheitsministerium Jens Spahn. Ein Angebot für einen Maskendeal in Millionengrößenordnung wurde Herrn Spahn geschickt. Und hier muss man wirklich sagen, hier passiert also Folgendes. Ein Bundesminister und gleich 4 Staatssekretäre kümmerten sich höchstpersönlich um das Angebot der Firma Emix, die sitzt in der Schweiz. Für 350 Millionen wurden Masken bestellt. Und Spahn selbst hat mitverhandelt und auch telefonischen Kontakt gehabt. Es ist schon erstaunlich, was hier so abläuft, lieber Markus. Wir kommen nachher noch zum Inhalt. Es heißt auch weiter, die Millionen Immobiliengeschäfte in Berlin. Spahn wehrt sich dagegen, dass Journalisten damit ermitteln, seine Wohnung, die er gekauft hat, und dann den Verkäufer mit einem großzügigen Salär eingestellt als Berater im Bereich digitalen Bereich, in arbeitender Firma als Geschäftsführer. Das hat schon eine Geschmäckle. Markus, für mich als erster Linie mal als Bürger, als rechtschaffender Bürger, als derjenige, der viel Steuern bezahlt als Unternehmer, das ist doch ein Sumpf, wie es nicht schlimmer geht. Ja, es ist, also mich wundert ehrlich gesagt in dem Zusammenhang gar nichts mehr. Ich habe im April schon die Vermutung gehabt, dass da bestimmte Personen aus Politik und auch aus, auch Privatpersonen versuchen, diese Pandemie für sich wirtschaftlich, finanziell zu nutzen. Also wenn sich diese Vorwürfe alle als wahr herausstellen, dann kann man davon sprechen, dass es hier eine Amigo 2.0-Affäre gibt in der CSU. Oder eine Amigos Reloaded oder wie auch immer man das bezeichnen will. Also schon ein größerer Skandal. Ich meine, man muss sich das mal geben, diese Maskenpflicht, die eingeführt wurde, die wurde ja dann eingeführt, als man genug Masken zur Verfügung hatte. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich meine, wir haben nur in Bayern eine FFP2-Maskenpflicht seit Januar. Also das lässt schon sehr tief blicken. Umgekehrt muss man ja auch darauf hinweisen, es sind einige Unternehmer, rechtschaffende Unternehmer, die sich auch um die Beschaffung von Masken gekümmert haben. Die hat man ja im Regen stehen lassen. Die müssen jetzt mühsam den Rechtsweg beschreiten und die Bundesrepublik verklagen, weil sie irgendwo immer noch auf diesen Masken sitzen und das Bundesgesundheitsministerium die nicht abnehmen will. Also das ist ein Skandal in viele Richtungen. Ich habe hier, später kam der Verdacht auf, es handelte sich um Fälschungen aus Fernost. Bei 8,90 netto lag der Bruttopreis gar bei 10,59. Das klingt nicht nur abenteuerlich, es stinkt. Markus, ich komme gleich noch zu den FFP2-Masken ab Januar. Aber denken die eigentlich, die können machen, was sie wollen?
denken Sie, Sie können machen, was Sie wollen, dass Sie uns eigentlich für blöd verkaufen? Wir arbeiten, wir zahlen Steuern. Bei der SPD kommt jetzt das Wahlprogramm Vermögensteuer, höhere Steuern und. Sag mal, Markus, wollen die uns verarschen? Also du bist im Landtag. Ich entschuldige bitte, dass ich so deutlich rede, aber ich bin außer mir, wenn ich sowas lese. Ja, mich ärgert das auch maßlos. Also man muss vielleicht, du hast es kurz angedeutet, man muss auch vielleicht noch darauf hinweisen, es waren Masken offensichtlich laut diesem Spiegelbericht, wo nicht einmal eine Zertifizierung vorlag. Das heißt, man hat hier sozusagen nach Augenschein gehandelt. Okay, sieht aus wie eine Maske, ist vielleicht eine Maske. Ob die Maske gesundheitsschädlich ist, geschweige denn, ob sie vor Infektionen schützt, das wurde gar nicht geprüft. Und dann hat man hier sozusagen Mondpreise abgerechnet, weil kein Mensch würde eine unzertifizierte Maske für 10,90 Euro oder was auch immer erwerben. Also das ist schon sehr, sehr abenteuerlich, was da offensichtlich stattgefunden hat. Aber ich sage mal so, man muss ja vielleicht auch darauf hinweisen, wir sprechen ja hier von sogenannten Berufspolitikern. Für die ist ja die Politik und ein Mandat ein Geschäftsmodell. Und offensichtlich gibt es da manche Personen, denen ist es nicht genug, hier hohe Diäten zu kassieren und steuerfreie Spesenpauschalen. Die machen hier vielleicht auch noch nebenher irgendwelche Deals. Und es ist hochgradig unmoralisch, unethisch und vermutlich ist es auch strafbewehrt. Und das wird sich dann herausstellen. Also wie gesagt, wenn sich das als wahr herausstellt, dann muss sowas auch hart geahndet werden. Liebe Zuschauer, wenn ich dann lese, also du hast übrigens recht, die Masken sind also vorher in dieser Form, haben keinen großen Test stattgefunden, sie waren nicht zertifiziert. Das muss ich sagen. Also wenn ich mir das vorstelle, pro Maske 10,52 Euro, Markus, mir fehlen die Worte. Ich habe jede, also liebe Zuschauer, euch, ja, Markus, dir geht's und Millionen von Zuschauern genauso. Am Monatsende, wenn ich mir mein Geschäftsführergehalt anschaue, dann gehen wirklich, da geht wirklich, die Hälfte geht knapp weg. So, dann die anderen Steuern, die ich zahle. Das heißt also, wir arbeiten bekanntermaßen Bund Deutscher Steuerzahler bis Mitte Juli fürs Finanzamt. Und wenn ich mir das sehe, wie mit dem Geld umgegangen wird, das ist ja so unsäglich. Und hier muss man eines sagen, immerhin FFP2-Masken, ob nun echt oder nicht, gibt es in Bayern nun offenbar genug. Ministerpräsident Markus Söger hat sie Mitte Januar als Pflichtmaske beim Einkauf und im öffentlichen Verkehrsmitteln erklärt. Obwohl das Robert-Koch-Institut, das RKI, zu diesem Zeitpunkt das Tragen der FFP2-Masken zur privaten Nutzung ausdrücklich nicht empfohlen hatte. Laut Spiegel, diese FFP2-Maskenpflicht besteht in Deutschland übrigens nur in einem Bundesland, in Bayern. Und da muss ich da sagen, liebe Zuschauer, lieber Landtagsabgeordneter Markus Blenk, die Maskenpflicht besteht nur in Bayern und hier hat Tandler und Hohlmeier haben das eingeleitet und Nüsslein auch und Schwaben gehört ja nun mal bekanntlich zu Bayern, der Bundestagsabgeordnete. Also seid mal nicht böse. Also wenn da nicht irgendwo, Markus, das hat doch ein Geschmäckle, ne? Auf jeden Fall hat es ein Geschmäckle. Vielleicht kann ich auch mal kurz was dazu sagen. Also ich selbst bin ja schon seit Jahrzehnten Nutzer von FFP2 oder FFP3-Masken, weil ich ab und zu größerer Staubentwicklung in meinem landwirtschaftlichen Betrieb ausgesetzt bin. Aber ich wäre ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen, irgendwelche chinesischen unzertifizierten Masken zu tragen. Und ich halte auch diese ganze FFP2-Maskenpflicht für völlig verfehlt. Weil es natürlich so ist, dass diese Masken nicht der Gesundheit dienen, wenn man sie länger trägt. Also die muss man ordnungsgemäß anwenden und die sollte man auch wirklich nur für einen sehr kurzen Zeitraum tragen. Und da muss ich kein Toxikologe sein, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn man so eine Maske mehr wie 2 Stunden aufhat, dann tut es einem definitiv nicht gut. Da muss man sich schon Weilchen davon erholen dann. Und für Kinder, gut, jetzt momentan gilt es noch nicht, aber sollten die irgendwann auf die Idee kommen, dass auch Kinder in der Schule solche FFP2-Masken tragen müssen, dann wäre wirklich alles zu spät. Vor allen Dingen jetzt, wo wärmere Temperaturen ins Haus stehen, also das Ganze, das gehört, ich sage einfach, diese politischen Maßnahmen, die gehören bis Ostern mehr oder weniger aufgehoben, zumindest alles, was im Freien stattfindet, muss dann wieder ganz normal möglich sein.
Der Staatskanzleiminister in der letzten Plenarsitzung hat gesagt, ja, jetzt machen sie schon über ein Jahr Pandemie-Management und wüssten immer noch nicht, wo die Infektionen sozusagen schwerpunktmäßig stattfinden. Ich sage mal, das ist ein Armutszeugnis. Also da besteht Nachqualifizierungsbedarf bei den Kabinettsmitgliedern, weil man es immer noch nicht weiß, wie können dann die auf ihre politischen Maßnahmen kommen. Also die können die ja gar nicht rechtfertigen. Und wenn die Maßnahmen nicht gerechtfertigt werden können, wenn die nicht geeignet und zielführend sind, dann sind sie verfassungswidrig. Und wenn man trotzdem dann dauerhaft dran festhält, dann würde ich sagen, dann ist es ganz klar eine verfassungsfeindliche Politik, die wir hier leben, die nachhaltig unsere Demokratie und bürgerlichen Freiheiten beschädigt. Ich stimme dem zu. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mich mit vielen Leuten unterhalte, Markus, das Schlimme ist ja, dass es viele Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete gibt, die denken so wie wir. Aber es sind eben Berufspolitiker. Es sind Berufspolitiker, die sagen, Moment, ich will ja Amt und Mandat behalten und ich will auch Genau. in der nächsten Legislaturperiode wieder hier meine 12, 14, 18.000 Euro im Monat verdienen. Also richte ich mich nach dem Fraktionszwang. Es geht ja nicht mehr nach dem persönlichen Gewissen und nach den persönlichen Vorstellungen, sondern es ist ja Fraktionszwang. Markus, entschuldige, du korrigierst mich, wenn ich was Verkehrtes sage. Du sitzt im Landtag, du bist ein Offener. Wenn du sagst, nein, es gibt keinen Fraktionszwang, würde mich überraschen, aber du kannst dir alles sagen. Nee, genau, also es ist, ich sag mal, rein formal betrachtet gibt es keinen Fraktionszwang. Theoretisch ist jeder Mandatsträger, jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet. Er hat, kann sein Mandat frei ausüben, nur macht es praktisch keiner. Also bei diesen Infektionsschutzverordnungen der Staatsregierung, es hat kein einziger Abgeordneter dieser Regierungskoalition aus Freien Wählern und CSU jemals sich enthalten oder dagegen gestimmt. Also da gibt es sowas natürlich wie einen Fraktionszwang und daran halten die sich, genau wie du sagst, weil die eben wiedergewählt werden wollen. Und wenn sie innerparteilich sich als Oppositionelle zu erkennen geben, dann sind die beim nächsten Mal weg vom Fenster. So einfach ist es. Markus, wir erleben das so, dass ich sage, es ist ja ein reiner Klüngel geworden. Es ist ja ein reiner Klüngel. Das heißt also, Redezeiten der unabhängigen Abgeordneten sollen beschränkt werden. Die sind sowieso bloß 4 Minuten. Genau, da kann ich Dieser auch noch kurz. Klüngel, Peter, ganz kleinen Entschuldigung, Moment, kurz. lass mich kurz die Ja, Frage. okay. Markus, dieser Klüngel, der geht doch eigentlich nur aufzulösen durch Volksabstimmung und dass man sagt, Freunde, Ende der Fahnenstange. Ende der Fahnenstange, sonst wird sich noch dieser Politik, da kann ich doch im Grunde genommen, wenn ich jetzt wählen gehe, Bundestagswahl, und habe doch wieder eigentlich, ich habe doch dasselbe Gesumps, ich habe doch dieselben Leute dort, die wieder da sitzen und sagen, vor der Wahl, wir machen das, und wenn ihr mein Kreuzchen dort macht, und ich bin doch für euch, und nach der Wahl ist doch völlig wurscht, es findet doch im Grunde genommen bloß noch ein Einheitsbrei an Politik. Ja. Hilft da, um es offen zu sagen, Markus, Volksabstimmung und die Straße? Ich denke schon, dass das erfolgen muss, weil man muss ja sich das vor Augen führen. Im Prinzip werden bei den Wahlen, egal ob Landtags- oder Bundestagswahl, es werden ja nur irgendwelche Hinterbänkler ausgetauscht, bestenfalls. Ja? Die vorne federführend da den Ton angeben, die sitzen ja fest im Sattel und da kann die Wahl ausgehen, wie sie will. Die werden wiedergewählt und das wissen die auch. Und deswegen agieren die auch so, wie sie agieren. Also vielleicht, ich meine, zu den Redezeiten bloß ganz kurz. Ich meine, am Freitag ist ja wieder eine Sondersitzung, wieder eine reine Alibi-Veranstaltung des Herrn Söder. Das wird wieder PR-Sitzung, dann. PR-Sitzung, da sagst du, Ja, eine genau PR-Sitzung, so. ne? Genau, so, genau, so. Also Alibi-PR-Veranstaltung von Herrn Söder. Es wird wieder so sein, die Regierungskoalition winkt die Maßnahmen durch. Aber interessanterweise ist es so, ich habe eine Mitteilung bekommen, die Redezeiten wurden verlängert für die Fraktionen. Also nur um ein Beispiel zu geben, die FDP hatte bislang 11 Minuten zur Regierungserklärung und jetzt haben sie 17 Minuten und die anderen Fraktionen auch entsprechend länger. Die Fraktionslosen, die haben 4 Minuten und das bleibt auch bei 4 Minuten. Also die wurden nicht verlängert. Also man versucht wirklich gerade speziell jetzt Personen wie mich mehr oder weniger da unterm Teppich zu halten. Aber ich werde da auch keine Ruhe geben. Und ich weise auch nochmal darauf hin, ich mache das alles wirklich vollkommen uneigennützig.
Und ich hoffe, die Zuschauer nehmen mir das auch ab. Ich hätte jetzt als fraktionsloser beziehungsweise unabhängiger Abgeordneter, ich hätte seit März 2020 zu keiner Plenarsitzung kommen müssen, zu keiner Veranstaltung aus dem Landtag und hätte keinerlei Einbußen gehabt, hätte die Diäten weiterbekommen, hätte die steuerfreie Spesenpauschale komplett bekommen. Ich hätte mir sogar Geld gespart, weil ich dann ja keine Reisekosten mehr gehabt hätte. Trotzdem war ich immer da und ich bin der einzige Abgeordnete im Landtag, der immer da ist. Also viele Abgeordnete nehmen das natürlich dankbar an. Die bleiben zu Hause bei vollem Lohnausgleich sozusagen. Es ist ein Skandal und da schließt sich der Kreis, was du eingangs gesagt hast. Leute verlieren ihren Job, kriegen Kurzarbeitergeld, stehen als Unternehmer vor dem Aus und diese Berufspolitiker, für die passiert gar nichts. Ja. Es wird im Bundestag, werden die Diäten um 60 Euro ab 1. Juli gekürzt. Ja, das ist ja Hohn und Spott für jeden Bürger, der hier in diesem Land Steuern zahlt. Liebe Zuschauer, ich kann Herrn Plenk, Markus Plenk, bekräftigen, ich mag den Mann, weil er ehrlich ist. Wir haben uns kennengelernt, das ist ein Unternehmer, Biobauer, Familienvater, so wie ich mir jemand vorstelle. Nimmt kein Blatt vom Mund, nicht als Opportunist. Wir haben uns im Bayerischen Landtag unterhalten, hat er zu mir, waren wir noch per Sie, hat er gesagt, Herr Weber, 95% der Politiker sind Opportunisten. So, und das sind Dinge, das mag ich. Markus, die Menschen werden verzweifelter. Aus der Verzweiflung kommt Wut. Ich merke es, mit welcher Arroganz, mit welcher Überheblichkeit über uns entschieden wird. Und es wird alles, was von der Seite kommt. Ich nehme bloß mal den im Bayerischen Ethikrat, den Professor Söder sagt, nein, der widerspricht weg. Das ist alles, was so ein bisschen, wir räumen weg. Wir haben Wieler, wir haben Drosten. Wir haben das Paul-Ehrlich-Institut alles in gewisser Weise staatlich manifestiert und bezahlt. Wir haben eine Situation, wo ich sage, Freunde, wir müssen unser Geschick selber in die Hand nehmen. Wir können nicht erwarten, dass jetzt Politiker kommen und sagen, so zum Wohle. Das fehlt mir. Und ich will ein Beispiel nennen, Markus. Wir haben verschiedene Klagen. Wir haben unter anderem eine Klage durchgeführt und unterstützt. Die sogenannten körpernahen Dienstleistungen. Ein tolles Kosmetikinstitut, liebe Petra, sei gegrüßt. Wir machen auch mit Ihrem Interview. Beschäftigte, Ausbildungsbetrieb, ganz tolles Objekt, Hygienekonzept, alles wunderbar. Wir haben Klage eingereicht vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Also die Dame, die das Studio hat, wir übernehmen das mit unserem Rechtsanwalt Rainer Thesen. Und siehe da, plötzlich heißt es so, die Geschäfte können öffnen. Das ist natürlich rein aus politischem Willen. Markus, ich unterstelle mal, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat natürlich auch Kontakt zur Politik. Könnte doch sein. Und dass dann gesagt wird, Freunde, da kommt eine Lawine auf euch zu von Klagen, denen wir stattgeben müssen. Entfernt euch aus dem Tal. Ist das aus dem Reich der Spekulation oder könnte das so sein? Also für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja, da ist ja festgeschrieben, dass es bei uns eigentlich eine Gewaltenteilung geben muss. Und es ist auch gut so natürlich, ja. Exekutive, Legislative und Judikative, die müssen unabhängig voneinander sein. Jetzt kann man sich fragen, wie unabhängig die Justiz auf Dauer ist, wenn die führenden Positionen von der Politik besetzt werden. Also wenn die Politik darüber entscheidet, wer in einem Verwaltungsgerichtshof letztendlich sitzt oder in einem Bundesgerichtshof etc. Also wenn da nicht, sagen wir mal, wechselnde Mehrheiten auch immer wieder stattfinden, dann entsteht auch dort eine gewisse Seilschaft mit der Zeit. Und in Bayern mit der CSU ist es schon die Frage, inwieweit die Justiz wirklich im Einzelfall völlig frei und unabhängig Entscheidungen trifft. Also ich glaube schon, dass es im Großen und Ganzen noch so ist, aber in jedem Einzelfall würde ich da nicht mehr meine Hand dafür ins Feuer legen. Und deshalb ist es wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die die Meinung sagen. Dann ist notwendig, dass es so eine Plattform wie das Medienunternehmen Hallo Meinung gibt, die diese Informationen nach außen trägt. Denn vieles, gut, das jetzt mit den Masken, muss ich ein Spiegel ein Kompliment machen, das erwarte ich vom Journalismus. Das erwarte ich. Das ist investigativ, dass man da hineingeht. Da, wo Dreck ist, muss man drin rumwühlen und sagen, Moment,
ihr habt den Dreck verursacht und wir decken das auf. Markus, schön, dass du die Zeit genommen hast. Wir machen weiter. Ich schätze dich und die Zuschauer genauso. Du nimmst dir kein Blatt vom Mund und deshalb sind wir zusammen. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke auch, Peter.